Unten im Tal geht es Richtung Grosse St. Bernhard. Oben am Hang auf knapp 1500 Meter liegt Gomer. Wir treffen den Benoit Greindl. Er ist einer der Gründer und der Direktor von dem außergewöhnlichen Hotel. Es gibt hier oben 40 Häuser. Viele sind ehemalige Ställe. Jedes vierte gehört zum Hotel. In einem sind Rezeptionsrestaurants, in den anderen Zimmer. Von außen unterscheidet sie sich aber nicht vom Rest des Weiler. Das traditionelle Dorfbild hat man erhalten. Das ist eine Scheuer, die 200 Jahre alt ist. So hat es ausgesehen, wo wir angekommen sind. Unten war der Kuhstall und oben das Heu. Die Architektur haben wir beibehalten, mit dem gleichen Holz. Wir haben alles ab und wieder aufgebaut. Und drinnen sieht es gar nicht mehr nach Stall aus. Modern eingerichtet, aber mit Naturlüftung. Ventilation naturelle. Und statt dem Fernsehen die Aussicht in die Walliser Alpen. On est dans une grange. Wir sind in einer Scheuer, aber auch in einem Hotel. Man ist ein bisschen draussen aus der Zeit. Man verbindet hier Komfort mit Natur. Tradition und Modernität. Luxus und Einfachheit. Das ist fantastisch. C'est fantastique. Ruhe, Abgeschiedenheit und Inspiration. Man setzt vor allem auf Geschäftsleute. Manche Chefetagen von multinationalen Unternehmen hat da schon übernachtet, ist aufgekommen für ein Seminar oder eine Retrette. Der Belgier Benoit Greindl war nicht immer Hotelier. Zufällig hat es ihn hier hinverschlagen. Das ist die Geschichte von einem gebrochenen Ski. Mein Cousin Ludovic war auf einer Skitour und hat sich hier den Ski gebrochen. Er hat sich umgeschaut und den fantastischen Ort entdeckt und hat einen Geistesblitz gehabt. Ich war dort mal Unternehmer in Shanghai. Er hat mir angerufen, Benoit, komm du hin, wir müssen diesen Ort anschauen und können hier etwas Außergewöhnliches aufbauen. Voilà, so hat das alles angefangen. 2006 war das. Die alten Scheuren haben die alten Gesessenen gerne verkauft. Das Konzept erklären war dann aber schwieriger. Fast 100 Leute haben damals an diesen steilen Hängen gewohnt. Die meisten waren Bergbauern. Nah dies nah sind die Leute weggezogen. Die Schule hat in den 60er Jahren geschlossen. Die Einwohnerzahl ist bis auf 12 gesunken. Auch die Walliser Regierung hat sie belächelt und gesagt, sie seien Träumer, erzählte Benoit Greindl. Kein Unternehmen fahre doch ans Ende der Welt für ein Meeting. Aber der Erfolg hat ihnen recht gegeben. 30 Zimmer haben sie. Eine Übernachtung für Seminargäste mit Essen gibt es ab 370 Franken. Aber wie ist es, sich das Dorf mit einem Hotel zu teilen? Der Olivier Rosset hat sein ganzes Leben hier gewohnt und ist mit 47 der Jüngste. Seit einem Autounfall ist er an den Rollstuhl gebunden. Das Dorf war am Aussterben. Niemand hat sich mit Mühe gemacht, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Auch die Gemeinde nicht. Abwasser, Strom, Strasse, alles musste man neu machen. Jetzt, wo Montagne Alternative viel investiert hat, hat auch die Gemeinde die Sachen erneuert. Seit zwei Jahren gibt es hier oben sogar ein Dorflädeli. Nur dank dem Hotel konnte ich das Lädeli aufmachen. Ich backe seither Brot für sie. Ohne das Hotel würde das Lädeli nicht rentieren. Unser Dorf ist mit 15 bis 18 Bewohnern viel zu klein. Sie vertraut uns aber auch an, dass es im Dorf Spannungen gäbe. Vor allem Leute, die neu hier hochgekommen sind, stören sich am Rummel. Ein paar kritische Worte hört man aber auch von Alteingesessenen. Die Gäste kommen wegen der Ruhe, sagen dann aber selber nicht ganz so ruhig. Ich wohne gerade neben dieser Scheuer hier. Die machen hier Partys mit lauter Musik. Da kann ich nicht mehr schlafen. Und das stört auch die Nachbarn hier weiter unten. Das Projekt habe ich am Anfang schon gut gefunden. Aber es ist jetzt einfach ein bisschen zu gross geworden. Ja, die Kritik. Ja, sicher. Es hat Kritik gegeben. Positive und negative. Und wie will man es sagen? Wir sind in einem Dorf. Wir sind hier nicht allein. Das ist Teil des Konzepts. Und wie es in allen Beziehungen ist, gibt es hier Höchs und Tiefs. Wir pflegen aber den Dialog mit der Bevölkerung für ein harmonisches Zusammenleben im Dorf. Es gibt noch die ein oder andere alte Scheuer zu Gomer. Wir wollen aber noch maximal eine kaufen. Sonst machen wir das eigene Konzept kaputt. Nämlich im Weiler verwurzelt sein und Inspiration in der Ruhe finden.